Hier im Kreis Kleve blitzt die Polizei heute und kontrolliert die Geschwindigkeit. Dass ein Blitzer gleichzeitig auch erkennt, ob der Fahrer angeschnallt ist oder ein Handy am Ohr hat, wäre für die Polizei hier eine große Hilfe. Die Handynutzung und die Bedienung sonstiger elektronischer Geräte, man muss es schon so sagen, das ist zu einer regelrechten Seuche geworden. Und auch das nehmen wir eben schwerpunktmäßig in den Blick, weil die Unachtsamkeit führt oftmals eben auch zu diesen schweren Unfallfolgen. Einen Handyblitzer, die sogenannte Monocam, gab es in Deutschland bisher nur im Pilotversuch. In Rheinland-Pfalz wollen sie das jetzt aber flächendeckend einführen. Dafür braucht es neue gesetzliche Grundlagen. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist das KI-gestützte Scannen des Verkehrs auf der Suche nach Handysündern längst üblich. Das Kamera, das schaut so ganz schräg in das Auto hinein und das Kamera mit Blitzlicht unterstützt, kann sehen, ob jemand einen Gegenstand in der Hand hat. Mit dieser Anlage können wir alle Fahrzeuge, die hier passieren, die hier vorbeifahren, können wir kontrollieren. Oh, er schreibt gerade. Das Handy am Steuer kann tödlich sein. In Deutschland überwiegen trotzdem, wie so oft, die datenschutzrechtlichen Bedenken. Und diese Bedenken teilt auch der ADAC. In Deutschland nehmen wir die Datenschutzgrundverordnung sehr ernst. Und deswegen darf hier nicht einfach anlassunabhängig der ganze Verkehr abgefilmt werden. Sonst haben wir hier einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Und da muss man sagen, so ein Eingriff, der muss immer angemessen und gerechtfertigt sein. Dass Handys am Steuer für ein Drittel der Unfälle verantwortlich sind, sollte Rechtfertigung genug sein, so das Argument der Gegenseite. Wenn auf einem Raser-Blitzer-Foto zufällig auch zu sehen ist, dass der Fahrer das Handy in der Hand hat, kann das auch jetzt schon geahndet werden. Der ADAC plädiert für mehr gezielte, persönliche Kontrollen wie heute durch die Polizei. Die Autofahrer, die wir heute fragen, finden KI-gestützte Kontrollen aber grundsätzlich in Ordnung. Alles mitbekommen, ob du telefonierst, das finde ich natürlich mehr als richtig. Kommt halt darauf an, wie es gespeichert und verwaltet wird. Thema Datenschutz ist auch manchmal ein bisschen sehr groß hier aufgebauscht in Deutschland. Also ich glaube, dass man da auch ein bisschen neuzeitlicher denken sollte. Auch das Messen des Abstands ist bisher in NRW nur mit großem Aufwand der Polizei möglich. Auch das soll in Frankreich künftig eine KI übernehmen. Wie abschreckend und gerichtsfest das ist, bleibt die große Frage.